Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu meinem Land Rover Discovery 3, den ich mir zum Wohnmobil umgebaut habe. Und seit dem letzten Video ist wieder einiges passiert und es ist auch wirklich viel Zeit vergangen. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich mit Patrick die Markise befestigt habe und hier ist sie jetzt auch einmal in voller Pracht aufgebaut mit Abspannseilen, damit das Wasser auch ordentlich abfließen kann und damit sie gegen Wind geschützt ist. Darum soll es in diesem Video aber gar nicht gehen. Heute zeige ich euch nämlich mal, welche neuen Lichterketten ich verbaut habe, wie ich sie verbaut habe und erzähle euch noch ein bisschen, was ich mir dabei gedacht habe. Und wenn ihr Lust habt, bleibt dran und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Und um kein Video mehr zu verpassen, abonniert auch gerne diesen Kanal, würde mich sehr freuen. Ja, wer meinen Kanal schon lange verfolgt, der wird sich auch an die ersten Videos erinnern vom Umbau. Und da habe ich auch relativ zügig diese Lichterkette innen in mein Fahrzeug eingebaut. Und ich finde die auch total schön. Und sie ergibt auch ein sehr schönes indirektes Licht. Es blendet nicht. Sie verbraucht wenig Strom. Ja, ist für mich einfach die beste Lösung, wie ich finde. Und ich kann auch die Farben anpassen und die Helligkeit. Also ich habe da jetzt bis jetzt nichts dran auszusetzen. Und deswegen dachte ich mir, ich verbaue außen auch noch mal ein paar Lichterketten. Erst wollte ich das Ganze mit so Scheinwerfern lösen, die ich dann über Schalter im Innenraum oder vielleicht sogar wasserfeste Schalter außen dann ansteuern kann, aber da dachte ich mir, nee, das Ganze ist halt erstmal nur in einer Farbe, dann ist es meistens nur punktuell und es verbraucht relativ viel Strom. Und ja, daraufhin habe ich dann ein bisschen was anderes mir für außen überlegt und ja, das ist jetzt auch gerade schon am Blinken und am Machen. Ich habe es eigentlich gar nicht eingeschaltet, aber ja, wie ihr seht, hier an der Markise ist auch noch eine Lichterkette befestigt. Und ja, ich stelle die jetzt erstmal kurz auf eine Farbe, weil das hält man ja nicht mehr aus hier. Ja, das ist eine RGB-Lichterkette, genauso wie die im Fahrzeug. Der einzige Unterschied ist, dass diese hier in einem extra Plastikschlauch nochmal verlegt ist. Das hat den Vorteil, dass es, ja, nicht nass werden kann, also die Lichterketten an sich sind auch geschützt und es ist sehr robust, also ich kann hier ziehen, wie ich möchte. Das wird so schnell nicht reißen und das war mir auch sehr wichtig, denn ich habe das Ganze in meine Markise verbaut. Und zwar habe ich das immer an der Innenseite hier entlang geführt, dann mit Kabelbindern befestigt, dann hier hinterherum, hinter den Stangen. Ja, und dann bin ich hier einmal wirklich komplett ringsherum um die Markise gegangen. Und wo das Ganze anfängt, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Und zwar geht das dann hier unterm Dachträger weiter. Ihr seht, der ganze Dachträger leuchtet. Jetzt bei Tageslicht sieht man das Ganze natürlich nicht perfekt. Aber hier vorne sieht man es eigentlich ganz gut. Und ja, wenn es dann dunkel wird, dann sieht das Ganze natürlich nochmal sehr, sehr viel schöner aus. Und das Ganze für, ich glaube, nicht mal 20 Euro. Und ich habe hier, wie gesagt, auch die Möglichkeit, die Farbe zu wechseln und alles Mögliche einzustellen. Ja, und wenn die Markise eingeklappt ist, habe ich halt trotzdem indirektes Licht, dadurch, dass das Ganze um den Dachträger herum auch nochmal geführt ist. Ich werde euch dann selbstverständlich auch nochmal bei Nacht zeigen, wie das Ganze aussieht und auch bei Dämmerung. Denn ich finde, das macht so ein schönes indirektes Licht. Also wenn es dann wirklich stockduster ist und die Markise aufgebaut ist und alle Lichterketten sind an, dann hat man hier ringsherum ums Fahrzeug wirklich ein richtig schönes Feld, ausgeleuchtet, aber nicht, dass es blendet. Und kann sich frei bewegen, ohne dass man irgendwie eine Taschenlampe braucht. Ja, und dann war ich ja noch auf der Firma 4 Rheinwahl in Kalkar, wo man sich jede Menge Inspiration holen konnte. Und da habe ich tatsächlich auch den ein oder anderen ausgebauten Trailer gesehen. Also Offroad-Anhänger waren das meistens.
Die hatten auch sehr häufig Markisen oder Dachzelte. Und dort waren auch nochmal spezielle Lichterketten montiert. Und zwar waren das extra Lichterketten für diese Alustreben der Markise. Und ich habe die Leute auch vor Ort nach diesen Lichterketten gefragt, wo man die herbekommt und was man auch für ungefähr ausgeben muss. Und die sahen auch alle super aus und waren auch sehr schön hell und man konnte viel einstellen etc. Man konnte die frei verbinden, auch in der Länge anpassen und so. Allerdings hat die normale mit ganz normalem Tageslicht ungefähr 200 Euro gekostet und die RGB, also wo man die Helligkeit und viele verschiedene Farben und Farbverläufe einstellen konnte, die hätte 280 Euro gekostet und das war es mir absolut nicht wert, für so ein bisschen Licht 280 Euro auszugeben. Und deswegen habe ich mich auf die Suche begeben und bei eBay wurde ich fündig. Für, haltet euch fest, 25 Euro habe ich fast das gleiche Ergebnis geschafft. Und was ich damit meine, das zeige ich euch jetzt. Ja, und zwar sind die eigentlich für die Innenraumbeleuchtung im Auto gedacht. Aber ich dachte mir, okay, klebe ich die doch jetzt einfach mal auf die Alustreben meiner Markise. Und ja, hat hervorragend funktioniert. Also die halten wirklich bombenfest und sind vier an der Zahl. Und hier oben ist auch noch eine, die letzte. Die lassen sich natürlich auch in der Helligkeit anpassen, viele verschiedene Farben und verbrauchen auch nur 5 Watt. Das war mir auch sehr wichtig. Wenn man dann jetzt so einen Arbeitsscheinwerfer hier installiert, der hat natürlich tausende Lumen und ist meistens auch nicht dimmbar. Und der würde natürlich viel mehr verbrauchen. Und so kann ich das einfach entweder an die Powerbank anschließen oder an meine Ladebuchsen. Und dann kann ich das einfach so hier betreiben und es ist stromsparend und sieht gut aus. Und damit wird der Innenbereich unter dem Tarp wunderbar beleuchtet. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Also für 25 Euro kann man echt nicht meckern. Und diese ganzen Lichterketten zusammen haben ungefähr 70 Euro gekostet. Sind bei Amazon und eBay zu bekommen. Ich packe euch das Ganze selbstverständlich nochmal in die Infobox. Ja, und vor allen Dingen bei dieser hier finde ich die Verarbeitung auch sehr gut. Also die Lichterketten bzw. die LEDs sind wieder hier in einem Plastikgehäuse. Das Ganze dann mit einem Modul hier noch verbunden, über das man das auch an der Markise ein- und ausschalten kann. Also man kann das Ganze auf Dauerstrom legen. Und kann das dann, wenn die Markise geöffnet ist, wirklich an- und ausmachen. Kann auch den Modus hier verändern. Also die Farbe einstellen. Und das hier ist, keine Ahnung, was das macht. Der Musikknopf? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, dass es dann ein anderer Modus ist als die normalen, dass es dann ständig wechselt. Keine Ahnung, wie man das jetzt wieder ändert. Vielleicht einmal an und aus. Nee, naja, wie auch immer. Das werde ich euch dann selbstverständlich auch nochmal alles im Detail zeigen, nachher, wenn es dunkel ist. Da freue ich mich schon drauf. Denn ich stand noch nie frei und hatte alle Lichterketten an. Bei völliger Dunkelheit. Das wird richtig gut. Ja, so viel auf jeden Fall zu der Befestigung und der Art der Lichterketten an der Markise. Und jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie ich das Ganze hier mit dem Strom gelöst habe. Ja, dieses Modul, dieses Bedienteil, habe ich hier mit 3M festgeklebt. Das ist doppelseitiges, sehr starkes Klebeband. Das Ganze ist dann hier angeschlossen. Das Kabel war allerdings nicht lang genug, das musste ich verlängern. Dazu habe ich einfach ein beliebiges USB-Kabel genommen, was ich noch zu Hause liegen hatte. Wenn man das aufschneidet, kommen dann Plus- und Minuskabel hervor. Die lassen sich dann ganz normal verlängern, zusammenlöten, fertig. Und das Ganze kommt dann hier oben aus der Markise raus. Hier habe ich dann ein kleines Loch gebohrt. Also mit einem Cuttermesser, nicht gebohrt. Und das Ganze dann hier nochmal fixiert an dem Dachträger. Genauso wie auch die Lichterkette an der Markise ringsherum.
Ja, das ist jetzt das Kabel für die Lichterketten hier an den Alustreben. Und das Kabel auf der anderen Seite ist das Kabel für die Lichterkette hier einmal ringsherum. So, wenn man jetzt hier weiter guckt, sieht man, dass das hier unten einfach hervorkommt. Und dann geht das hier unter der Dichtung weiter. Wird dann hier ganz einfach reingelegt. Das passt auch wirklich wunderbar hier rein. Man sieht es auch gar nicht mehr. Geht dann hier hinter dem Dachhimmel und hinter der D-Säule hier einmal ringsherum. Hier entlang. Und kommt dann hier ganz hinten wieder raus. Da gibt es so einen minimalen Spielraum. Hier hinten, vielleicht sieht man es gerade. Da unten kommt das Kabel heraus. Und dann packe ich das ganz einfach hier herein, wenn ich es nicht brauche. Und den Strom hole ich mir dann von der werkseitigen Zigarettenanzünderbuchse. Dafür muss allerdings die Zündung laufen. Das wird aber auch noch umgebaut auf Dauerstrom mit Schalter, damit das dann auch funktioniert, wenn ich nicht die Zündung umlege. Denn sonst ist mein Navi auch permanent an und es verbraucht sehr viel Strom. Und ja, das ist jetzt einmal nur kurz, um es zu zeigen, wie es funktioniert. Und auf der anderen Seite kommt hier das Kabel für die andere Lichterkette, die ringsherum geht, heraus. Auch einmal hinter der D-Säule, hinter der Dichtung entlang. Kommt dann hier hinten hervor. Auch genauso wie auf der anderen Seite. Geht dann hier rein und wird dann da an eine Powerbank angeschlossen oder ich stecke das einfach hier in meine Ladebuchse und lege dann hier einen Schalter um und dann ist es auch an. Ja, genau. So viel auf jeden Fall dazu. Kurze Info für zwischendurch. Von meinem Innenausbau gibt es jetzt einen ausführlichen Bauplan, mit dem du diesen Innenausbau komplett nachbauen kannst mit Schubladen, Staufächern etc. Also wenn du dieses Auto besitzt oder vorhast, dieses Auto dir zuzulegen, wäre das eventuell etwas für dich, schau doch gerne mal in den angepinnten Kommentar und auch in die Infobox, da habe ich das Ganze einmal ausführlich beschrieben. Und dann geht es jetzt auch direkt weiter mit dem Video. Und ich finde es auch ganz wichtig, auch mal solche Videos zu machen, denn Recherche dauert wirklich super lange manchmal, raubt viele Nerven und manchmal bestellt man auch zweimal, schickt Sachen zurück und so weiter. Und damit ihr das umgehen könnt, habe ich hier quasi einmal so eine Art Kaufratgeber für euch bereitgestellt. Ihr müsst die Sachen natürlich nicht kaufen, ihr könnt euch auch für andere Sachen entscheiden. Aber ich habe sie jetzt schon mal getestet und kann sagen, dass die funktionieren und gut sind und auch für den Preis wirklich vollkommen in Ordnung sind. Und es sich lohnt auch, günstigere Sachen sich zu besorgen, anstatt über 200 Euro für so ein paar Streifen hier an den Alustreben auszugeben. In meinen Augen ist das ganz schöne Abzocke, was da betrieben wird. Das ist dann wieder diese Marktlücke, die sich da aufgetan hat. Und nur weil Made in Germany draufsteht, kostet es dann annähernd 300 Euro. Und das ist es auch einfach nicht wert. Also die Sachen hier, wie gesagt, diese hier haben 25 gekostet mit Fernbedienung, mit langen Kabeln, mit Modul und dem Zigarettenanzünderanschluss und die verdient er auch noch dran. Also kann es nicht so schwer sein, auch hochwertigere Sachen für weniger Geld herzustellen. So, das dazu. Jetzt werde ich erstmal hier noch weiter den Tag verbringen und dann sehen wir uns nachher wieder. Da zeige ich euch dann mal, wie das Ganze hier in der Nacht aussieht. Bin schon sehr gespannt und ihr könnt auch gespannt sein und ich würde sagen, bis nachher. So, mittlerweile ist es dann auch mal Nacht geworden. Und jetzt kann man, glaube ich, gut sehen, was ich hier vorhin meinte. Mit das Auto wird ringsherum komplett ausgeleuchtet und das Ganze mit einem schönen indirekten Licht. Also es blendet überhaupt nicht. Und ja, ich kann jetzt an jeder Lichterkette quasi das beliebig einstellen. Kann jetzt hier das Licht auch einfach blau machen oder hellblau, gelb, was war das hier, grün
und so weiter. Und kann hier auch bei der Lichterkette an den Alustreben die Helligkeit verändern. Also kann hier schön runtergehen und das Ganze wird mir dann einmal mit einer weißen hellen LED angezeigt, dass ich dann hier an der dunkelsten Stufe angekommen bin. Und ja, guckt euch das an. Es ist einfach nur genial. Es ist richtig, richtig cool. Also ich feiere es wirklich sehr. Ich möchte es nicht mehr missen. Und vor allen Dingen, ja, das ist halt, ich mache mal ganz kurz einen Vergleich einmal aus. So, schaut euch das mal an, diesen Vergleich. Na? Und wenn ich jetzt hier was machen möchte, mache ich es an. Zack, alles ist ausgeleuchtet. So sollte das doch sein. Und ich kann tatsächlich auch mit dieser Fernbedienung die Lichterkette innen steuern. Und ich meine, es geht auch die andere Lichterkette. Wollen wir mal schauen. Nee, die geht nicht. Aber zwei Lichterketten lassen sich auf jeden Fall mit dieser dieser Fernbedienung steuern, die eigentlich nur für die Lichterkette hier für die Alustreben ist. Ja, ich bin wie gesagt hundertprozentig zufrieden. Also besser könnte ich mir das nicht vorstellen. Klar, man könnte jetzt irgendwie diese teuren Lichterstreifen besorgen und dann die gesamte Länge der Alustreben nutzen, aber es ist nicht nötig. Also so leuchtet das doch schon alles aus hier und ich bin voll und ganz zufrieden. Und ja, ich glaube, damit soll es auch gewesen sein für dieses Video. Schaut wie gesagt gerne in die Infobox, habe ich euch alles verlinkt, um viel Zeit und Nerven zu sparen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut auch gerne bei Patreon vorbei. Freut mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr mich da unterstützt. Schaut auch gerne die anderen Videos zum Umbau meines Discovery 3. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mich bei dieser ganzen Reise hier begleitet und unterstützt. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.